Ja, das ist kein Rahmen für Hochzeitsbilder, sondern eine Frässchablone für Oberfräsen wie diese hier. Wenn ihr sehen wollt, wie ich den Fräsrahmen baue, woher ich den bekommen habe und wie man damit fräst, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Ja, euch geht's jetzt wahrscheinlich wie mir, vor circa 2 Monaten. Ich habe einen schönen Fräsrahmen, eine Frässchablone gesucht und bin im Internet nicht fündig geworden, beziehungsweise die Produkte haben mich einfach nicht so überzeugt. Wenn man was Gutes haben will, muss man gerne mal 200 beziehungsweise 300 Euro ausgeben. Das war mir einfach zu viel. Die Produkte zum Nachbauen haben mich abgeschreckt, weil man hier eine T-Nut fräsen muss und einen 90-Grad-Winkel sägen. Ich bezweifle das, dass man das mit Hobbywerkzeug so hundertprozentig hinkriegt. Und dann bin ich durch Zufall auf diese Schienen aufmerksam geworden. Aufgrund eines anderen Projekts habe ich diese Profile kaufen wollen und unter weiteren Produkten wurden mir dann die Schienen angezeigt. Ja, ich dachte mir, ja, daraus kann man mit Sicherheit einen guten Fräsrahmen bauen. Mitbestellt, hier liegen sie. Ja, meinetwegen können wir sie zusammenbauen. Los geht's! Fertig ist der Fräsrahmen. Jetzt möchte ich euch 3 Möglichkeiten vorstellen, wie man mit dem Fräsrahmen arbeiten kann. Zunächst ist es wichtig, den Fräsrahmen auf euer Werkstück einzustellen und auf dem Tisch zu fixieren. Entweder mit diesen Klemmen reinschieben und fixieren. Oder mit diesen. Die erste Möglichkeit ist, die Oberfräse innerhalb des Rahmens zu bewegen, um euren Ausschnitt durchzuführen. Der Nachteil an dieser Methode ist, dass man den Fräsrahmen genau einstellen muss und auch berechnen muss, wie man den einzustellen hat. Ein Video, wo genau erklärt ist, wie man das macht, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Die zweite Möglichkeit ist, mit so einer Kopierhülse zu arbeiten. Die setze ich einfach in die Oberfräse ein. Gibt es genauso auch von anderen Herstellern. Und fahre dann von oben mit Hilfe der Kopierhülse den Rahmen ab. Das Kippen so zu vermeiden, habe ich mir hier noch so ein Hilfsmittel gedruckt. Das Hilfsmittel hat exakt die Höhe der Schienen und somit wird ein Kippen der Oberfräse vermieden. Wer die STL-Datei haben will oder die 3D-Druck-Datei, kann mich gerne anschreiben. So, man sieht, ich kann nicht mehr kippen. Auch bei der zweiten Möglichkeit ist es erforderlich, den Fräsrahmen exakt einzustellen. Das passende Video habe ich dir auch hier in der Videobeschreibung verlinkt. Die dritte Möglichkeit ist, mit so einem Kopierfräser zu arbeiten, der oberhalb der Schneide so ein Kugellager hat. Dabei ist es wichtig, die Frästiefe so tief einzustellen, dass das Kugellager an der Schiene hier entlang laufen kann. Sonst versaut man sich ganz schnell den Fräsrahmen. Ja, jetzt mein Fazit. Generell kann ich sagen, es ist ein toller Fräsrahmen, auch relativ günstig. Die Präzision und Rechtwinkligkeit der Schienen ist tadellos. Der Zusammenbau mit diesen Eckverbindern ist total simpel.
Verbessern lässt sich sicherlich die Gleiteigenschaften der Schienen. Und hierfür werde ich mir zukünftig ja einen Gleiter drucken. Diese Gleiter gibt es aber auch zu kaufen, habe ich schon gesehen. Ich werde ihn auch definitiv bei zukünftigen Projekten nutzen. Mein Plan ist es, den Oberfräslift 3.0 vom Sautershop zu kaufen und einen Tisch dann dafür auch zu bauen. Ich habe euch alle Utensilien, die ich im Video benutzt habe, chronologisch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf den Daumen nach oben. Ich freue mich auf eure Kommentare. Abonniert den Kanal und wenn ihr kein Video verpassen wollt, klickt auf die Glocke. Bis bald! Thank you.